So, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Talkoff. Wir haben jetzt nach längerer Zeit unsere 5 Bitcoins fertig, geben das Ganze jetzt ab, kriegen jetzt die 11 sogar schon, kriegen hier die Repeater, müssen die jetzt verteilen und kriegen jetzt aber gleichzeitig noch die 7. Dann müssen wir mit Peacekeeper dealen. Das ist nämlich die 8 gleich. Und müssen jetzt eigentlich auf jeder Karte in Ruaf Gier Skeps töten. Das wird es jetzt so grob werden. So, wir completen erstmal das noch. Completen die 7 noch. Ja, und dann werden wir schauen, ob wir das direkt mal anfangen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Hier haben wir die Radio-Repeater. Und dann bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zurück. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ach, diesmal mal eh den allerschlimmsten Spawn überhaupt. Gucken wir mal, ob wir überhaupt bis dahin kommen. Auf jeden Fall ziemlich still. Aber prinzipiell geht es mir auch da nur darum, hinten in die Military Base reinzukommen. Und am allerbesten ohne Rogues. Ich hoffe, eventuell hat jemand schon so viel Lust gehabt und die Rogues abgeknallt. Ich möchte nämlich nicht mehr. Ich glaube, nächsten Vibe spiele ich auch USAC, damit mir das einfach nicht so hart auf den Sack geht. Ich finde, das lässt sich immer so beschissen spielen. Ja, liegt auch zum großen Teil daran, dass ich einfach schlecht bin, aber... Ich werde ja aus theoretisch... Habe ich mir schon vielleicht den einen oder anderen Guide angeguckt. Und ich werde ja mittlerweile sogar aus den Safe Positions rausgekillt. Zum Beispiel das mit unter dem... unter der Leitplanke. Sollte theoretisch nicht so sein, dass die mich da killen können. Normalerweise hat man sich mal an die Baustelle gestellt, auf die Leiter und den gekillt. Kannst du auch vergessen, treffen sich mittlerweile auch. Ja, die haben stationäre Waffen, ja, die haben einen gewissen Zoom da drauf, aber ich finde, dass sie dich halt aus dem Leben holzen in Sekunden, obwohl sie dich halt nie gehört haben, beziehungsweise in der Leitplanke siehst du halt auf 200 Meter auch keinen. Das ist das, was so ein bisschen kaputt macht für mich, aber naja. Deshalb, wie willst du eine, ist ja einfach nur eine KI, die halt unglaublich präzise und stark ist. Ja, was ist, glaube ich, nicht drüben?
Sind das, hä? 150? Ja, 200, ne? Statt 250. Ach, kann ich gar nicht mehr, dann müssen wir so machen. Das ging ganz gut. Ist zumindest schon mal weggegangen, der Kunde. Das klang wie da hinten in dem Dorf. Hallo, junger Mann. Ich eventuell hinlegen. Muss fast so sein. Der rennt wieder runter. Wir wissen ja, ob ich den treffe oder wenn das an dem vorbeipfeift, ob das für den auch schon reicht, ne? Mehrere. Oder? Ich habe bloß einen Futz. Schrotflinte. Das ist. Und jetzt hast du genau wieder das. Jetzt komme ich nicht mal an meinen Loot. Weil ich jetzt hier irgendwo runterglitsche. Na komm, laden wir erstmal das Ding durch. Dann gehe ich ganz oben noch mal rum. Hallo, mein Großer.
Du hast ja ein bisschen was dabei. Danke, danke dafür. Machen wir so. Das ist mir egal. Wenn die irgendwie die Ohren Skeffs wieder hier auf dem Weg haben. Aber an denen müssen wir so oder so sehr wahrscheinlich vorbei. Mal gucken, wie wir es machen. Weit. Aber nicht, was sich nie lösen lässt. Guck mal, da ist auch schon einer vorbeigekommen. Vielleicht hat er ja auch schon ein paar Rogues weggemacht, der hier vorbeigelaufen ist. Das wäre zumindest mal schon mal ein bisschen praktisch. Können wir auch Brücke laufen, ist auch scheißegal. Schlecht. Brauch mehr, muss ich höher zielen. Wahrscheinlich schon auf 150.
150, 100. Nee. Ich glaube, bei dem gehe ich auf 50. Jetzt herkam. Hallo, du Hippie. So, 50 hat bei dem geklappt. Ah, hier war ich bis 200 machen müssen. Das ist klar, aber immer eine. Eine Prachtfeuer hier, die mir hier entgegenkommt bei dem. Der war oben drauf, ja. Okay, dreimal Wodka. Mal gucken. Da ist keiner dran.
Ja, also gut, ich lass Lighthouse, das wird nicht mehr für mich. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sage ich bis dahin und ciao. So, es geht zurück auf unsere Lieblingsmap. Oh, wir sind gleich hier oben gespawnt. Das jetzt so gut ist, weiß ich noch nicht. Ist tot. Wenn er kein Bär war, ist er tot. Wie es klang, ist er wahrscheinlich schon hinüber. Ja, Webseite. So, machen wir so ziemlich weiter, wo wir aufgehört haben. Ach du Scheiße, wann kriegen wir denn so einen Kackspawn? Da ist das wieder alles verloren. Naja, gucken mal, den Inro können wir auf jeden Fall so rausnehmen. Den schon mal aus dem Weg.